Angeln in Minecraft ist wie Angeln im Real Life, nämlich irgendwie langweilig. Alles, was man tun muss, ist einmal die Minute auf einen Knopf zu drücken, um am Ende sowieso immer nur denselben Müll zu bekommen. Im heutigen Video möchte ich diesem underrateden Feature etwas mehr Liebe geben und teste dafür einen Server, der sich genau darauf spezialisiert hat. Auf FishOnMC gibt es ein komplett neues Angelsystem, verschiedene Gebiete mit einzigartigen Kreaturen und vieles mehr, um Fischen endlich wieder spannender zu machen. Der Server ist in den letzten Wochen extrem viral auf TikTok gegangen und jetzt nach der Aufnahme kann ich wirklich nur sagen, dass das absolut verdient ist. Viel Spaß. Alright, Freunde, ich bin gerade das erste Mal auf diesen Server gejoint, auf dem Fishing realistisch und unfassbar cool sein soll. Ich versuche so viele Fische wie möglich zu fangen, versuche so reich wie möglich zu werden und bin mir sicher, dass wir uns hier auch sehr, sehr viele wilde Upgrades kaufen können und so. Okay, also hier haben wir direkt mal einen Typ, wo Hilfe drüber steht. Das ist, denke ich, relativ gut, weil ich habe keinen Plan, worum es hier geht, wie das Ganze funktioniert. Okay, also scheinbar gibt es 5 verschiedene Seltenheiten Stufen von Fischen und das Angeln funktioniert auch anders als im normalen Minecraft. Das ist schon mal sehr wild. Ach nee, wisst ihr was, Freunde? Wir brauchen kein Tutorial. Ich gehe direkt mal ins Turbo Travel rein. Okay, und dann sehen wir hier, dass es verschiedene Locations gibt, wo wir fischen können. Je nachdem, welches Level wir sind, können wir dann auch mehrere Sachen freischalten, wo dann scheinbar krassere Dinge drauf sind. Aktuell haben wir zum Start leider nur die Auswahl für den Farm Pond. Da gibt es scheinbar normale Spezies aus den USA drin und ich würde sagen, da gehen wir direkt mal hin. Okay, also ich muss sagen, das ist zu Beginn eigentlich schon recht schön gebaut, wie es aussieht. Wir starten mit einem Cracked Sword, was 5 Schaden macht. Das ist gut, scheinbar gibt es auch PvP. Und außerdem haben wir eine Angel, die relativ normal ist. Also ich glaube, das ist die Default-Angel. Und wie es aussieht, können wir die jetzt hier einfach in dieses Wasser werfen und dann mal testen, wie das Angeln auf diesem Server so funktioniert. So, und ich bin jetzt wirklich gespannt. Das Angeln soll richtig, richtig wild sein. Ich werfe dieses Ding ins Wasser. Okay, und das sieht mir irgendwie noch relativ normal aus. Wie immer eigentlich. Woran erkenne ich jetzt, dass ein... Oh, da beißt ein Fisch an. Rechtsklick. Oh, Freunde, nein, 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 der Fisch. Wir müssen dagegen ziehen. Wenn wir sneaken, geht dieses... Nein, 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 wir können nicht dagegen ankämpfen. Der Fisch ist zu stark. Oh mein Gott, was war das für ein Ding? Also, wenn wir sneaken, dann ziehen wir sozusagen dran. Aber was auch immer da für ein Fisch gerade dran war, wir hatten keine Chance, dagegen anzukämpfen. Der war einfach viel zu stark. Okay. Das hört sich wirklich sehr krass an. Okay, nächster Fisch. Oh, wir haben's. Wir haben ihn an der Angel. Das sieht gut aus. Wir haben einen Fisch gefangen. Ein Bluegill. Ein Common, also einen normalen Fisch. Der Bré wiegt 35 Pfund oder 0,35 Pfund. Keine Ahnung, wie viel das in Kilogramm ist. Und außerdem ist er 4,6 Inch long. Keine Ahnung, ob das gut ist. Oh, und wir haben Geld bekommen dadurch. Das habe ich gar nicht gerallt. Wir haben 100 Dollar für diesen Fisch bekommen. Also ich weiß nicht, wie krass das ist, aber 100 Dollar für einen Fisch ist sehr, sehr stark. Okay, ich will direkt weitermachen. Das hat gerade richtig, richtig viel Bock gemacht. Los geht's, wir kämpfen. Hey, hey, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, er tanzt mit uns. Oh, ich bin richtig im Fishing-Game drin. Ich habe das noch nie gemacht in Real Life. Aber wir haben einen neuen Fisch. Und zwar sogar einen seltenen Fisch. Einen weißen Crappy. Okay, also wie es aussieht, hat uns das gerade kein Geld gegeben. Warte, sind wir mit 100 Dollar reingestartet? Kann das sein? Müssen wir die vielleicht doch irgendwie verkaufen? Ich reiß noch nicht so richtig. Ah, und ich habe gerade im Chat gefragt, wie man seine Fische verkauft. Und scheinbar geht das Ganze bei dem Kollegen da drüben. Okay, also hier können wir Fische verkaufen. Das heißt, wenn wir den Bré jetzt einfach mal hier reintun, haben wir dafür gerade 31 Dollar bekommen. So, und wie sieht's hier bei diesem seltenen aus? Der gibt uns 50 Dollar. Sehr wild. Insgesamt haben wir also 81,25 Dollar bekommen und sind dadurch scheinbar wirklich mit den 100 Dollar reingestartet. Das ist ja ultra cool. Oh, da nähert sich was. Da nähert sich was. Oh, Müffeke. Was? Das scheint ein krasser Fisch zu sein. Ich brauche den. Oh mein Gott. Das war ein mystischer Fisch, aber meine Angel ist zu schwach dafür. Oh, und wie es aussieht, haben wir sogar verschiedene Level, was auch immer das bringt. Also wir können upleveln. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist oder so. Also ich vermute einfach mal. Und deswegen versuche ich jetzt so lange zu fischen, bis wir Level 2 erreichen. Weil wir für jeden Fisch, den wir erfolgreich geangelt haben, XP bekommen. Ich bin gerade wirklich so drin in diesem Game hier. Okay, sehr gut. Wir haben den nächsten und damit das erste Mal was doppelt, nämlich den zweiten Bluegill. Oh Mann, so müssen sich die Teilnehmer von 7 vs. Wild gerade fühlen. Also vorausgesetzt, sie sind noch nicht raus, natürlich. Oh mein Gott, der ist stark. Der ist stark. Das muss ein krasser Fisch sein. Ich muss mit allen dagegen halten, aber es sieht gut aus. Wir haben's. Wir haben einen epischen Fisch gefangen. Yo! Ein Largemouth Bass. Episch einfach. Der beste bis jetzt. Außerdem sind wir ins zweite Level gekommen, weil
uns das gerade so unfassbar viele XP gegeben hat. Okay, und dadurch haben wir jetzt $200 und können halt durch verschiedene Level auch neue Rods und so freischalten. Oh mein Gott, ich muss unbedingt gucken, wie teuer das Ding ist. Also für wie viel kann ich den Brie verkaufen? So, packen wir erstmal die Common-Dinger rein. Dadurch haben wir jetzt insgesamt $112 bekommen. Und jetzt mein neuer Lieblingsfisch. Wie viel wird mir dieser Brie geben? 125. Also mehr als alle anderen 4 Fische davor zusammen. Das ist ja super stark. Wie es aussieht, ist das sogar auch der drittbeste Fisch, den man hier in diesem Teich fangen kann. So, wir haben jetzt insgesamt $618 auf unserem Konto. Boah, ich glaube, zu Beginn ist es wirklich clever, wenn wir auf noch mehr Geld gehen. Dementsprechend können wir uns jetzt hier für $25 unser Geld-Multiplier einmal upgraden. Das Ding wird immer teurer und wir bekommen dann 0,002 mehr Geld pro verkauften Fisch, glaube ich. Boah, Freunde, wisst ihr, was mein Ziel ist? Ab Level 5 können wir hier eine neue Location freischalten und das will ich auf jeden Fall schaffen. Ich will unbedingt wissen, was es noch so gibt, abgesehen von diesem kleinen, komischen Kackteich. Oh! Ein weiterer seltener Fisch? Hä, das läuft gerade wirklich richtig, richtig gut. Schaut euch das an, uns fehlen nur noch 2 Fische hier drin. Aber ich glaube, dass die halt ultra selten sind und dafür unsere Angel nicht reicht. Übrigens, Freunde, während ich hier die ganze Zeit rumstehe und angel, um hochzuleveln, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber schon mal angeln wart im echten Leben. Wenn ja, kommentiert auch gerne, was euer größter Fang war oder so. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Angeln, habe das noch nie gemacht. Trotzdem muss ich sagen, dass mir bis jetzt hier dieses Ding in Minecraft wirklich extrem gut gefällt. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja mal einen Angelschein und probiere das Ganze auch in Real Life aus. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, da ist es dann doch ein bisschen anders als auf diesem Minecraft-Server hier. Oh mein Gott! Ich bin so dumm! Ich spam die ganze Zeit Shift, weil ich dachte, man muss das machen. Aber man kann es auch einfach gedrückt halten. Und vielleicht hätte ich so auch die ganzen krassen Fische vorhin fangen können. Naja gut, das... Oh mein Gott, ich habe so viele Fische verpasst, weil ich nicht wusste, dass das geht. Yo, wartet mal. Ich habe einen Tagesbonus noch nicht eingelöst. Wir bekommen hier einen Marineschlüssel kostenlos. So, und was können wir damit jetzt machen? Eine Kiste öffnen. Es wird Zeit für ein bisschen Gambling. Es werden die Lootboxen geöffnet. Seid ihr bereit? Ich linksklicke und bin gespannt, was wir da am Ende rausbekommen. Let's go. Was bekommen wir? Das hier oben, oder? Oh, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. $353. Oh mein Gott, das ist das Schlechteste, was wir hätten gewinnen können. Es ging nicht schlechter. Wir hätten sogar ein Haustier kriegen können, einen Piratenschlüssel, ganz viele krasse Sachen und wir bekommen $350. Das ist super mau, aber naja, mach's nix. Wir haben sowieso Besseres zu tun, und zwar Fische zu fangen. Oh ja, Freunde, trotzdem, ich liebe solche Spiele, wo man mit der Zeit Sachen upgraden kann. Also wirklich, das ist zwar ein verdammter Grind, vor allem um hier richtig krass zu werden, aber ich mag das. Mir macht das wirklich Spaß bis jetzt. Wenn es euch genauso geht, könnt ihr mir das übrigens sehr gerne jetzt schon mal ganz schnell mit einem Like und vor allem auch einem Abo zeigen. Ihr würdet mich damit wirklich riesig unterstützen. Für euch sind das nur 2 Klicks, alles ist kostenlos. Und ihr sorgt dadurch dafür, dass ich auch in Zukunft öfter für euch solche kleinen Minigames auf verschiedenen Servern austesten kann, die, wie ich finde, wirklich extrem Spaß machen. Ja, und damit geht der Grind auf Level 5 und damit zur neuen Location auch direkt schon weiter. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird. Yo, wenn wir voten, können wir noch eine Lootbox öffnen. Es hat funktioniert, wir haben einen Marine-Key bekommen. Yo, und wie es aussieht, können wir das richtig oft auf verschiedenen Seiten machen. Okay, Freunde, wir haben 7 Schlüssel, jetzt geht's los. Ab geht's, die erste von 7 Lootboxen wird geöffnet. Ich erwarte Großes. $300. Yo, 2.800. Das ist stark. 2.200. Yo, wir werden richtig reich dadurch. Das ist ja voll der Money-Glitch. Ja, ein paar XP nehme ich auch gerne mit. Und die letzte Lootbox. Und wir bekommen mal wieder ein paar XP, sind dadurch jetzt zum 5. Level aufgestiegen und haben eine neue Location freigeschaltet. Außerdem haben wir eine weitere Lootbox bekommen. Und die können wir öffnen, wenn wir 25 Fische fangen. Yo, was ist da gerade los? Das ist viel zu viel für mich. Okay, zuerst
Erst würde ich gerne meine ganzen Fische von hier verkaufen, weil ich glaube, hier gehen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. So, und bevor wir uns dann um die neue Location und um diese Treasure Trove hier kümmern, würde ich mir gerne einmal noch das hier anschauen. Das Besondere ist nämlich, ich habe vorhin im Chat gefragt, was ich mit meinem ersten Geld am besten anfangen soll. Yo, und die meinten alle, ich soll hier einfach in diesem Auktionshaus mir ein bisschen Rüstung kaufen. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir investieren einfach mal hier in diesen Palmenhelm rein. Let's go! Ich kaufe mir für $2000 einen Palmhelm. Dadurch bekommen wir mehr Luck, können größere Fische fangen und wenn wir eine komplette Rüstung haben, können wir sogar 20% schneller angeln. Das klingt doch ziemlich gut. Die Schuhe schaden eigentlich auch nie. Die nehme ich gerne noch direkt mit. Ja, und damit haben wir jetzt einen Helm und Schuhe, die unfassbar cool aussehen und uns außerdem fast unser komplettes Geld gekostet haben. Perfekt gelaufen. So, jetzt aber genug gelabert. Wir haben eine neue Location freigeschalten und ich würde sagen, da begeben wir uns doch direkt mal hin. Let's go. Let's go. Wir sind im Toledo Band Reservoir. Ich muss sagen, das sieht relativ schön aus hier. Wir haben hier einen kleinen Wald, der relativ hübsch aussieht. Hier drüben ist ein Haus, wo wir uns Sachen kaufen können. Oh, neue Köder. Das ist auch ziemlich cool. Also wir können unser Geld hier halt in verschiedene Köder investieren und dann bekommen wir krassere Fische und schneller das ganze Zeug. Ich glaube aber aktuell lohnt sich das für mich noch nicht so. Wir haben hier außerdem den Guide. Also wir sehen, es gibt hier wirklich deutlich mehr Fische als in der ersten Location. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir hier mal in den Hafen rein und gucken, was wir hier alles Schönes fangen können. Let's go! Der erste Fisch in der neuen Location. Und wir haben direkt einen seltenen. So, für wie viel gehen die Dinger denn hier jetzt weg? $60 für einen seltenen Fisch ist, glaube ich, relativ gut. Oh, Freunde. Ich glaube, wir haben einen krassen Fisch. Wir haben was richtig Krasses gerade. Ich hatte noch nie so einen krassen Fisch. Geh raus aus mir. Wir haben was. Legendär. Wir haben einen legendären Fisch. Yo. Ich hab's gewusst. Ich hab's gespürt. Das ist was Heftiges. Wir haben unseren ersten legendären Fisch. Ich bin so begeistert gerade und ich muss unbedingt wissen, wie viel Geld der gibt. Wie viel gibt uns der langnasige Gar? Was auch immer das ist. Hau rein zum Verkaufen. $380? Also versteh mich nicht falsch, das ist gut. Aber ich war mir sicher, der gibt mir 2.000, 3.000. Na, ich bin trotzdem zufrieden. Wir haben einen seltenen Fisch. Bis jetzt auf jeden Fall der seltenste, den ich gefangen habe. Ganz klar, weil es der einzige legendäre. Aber ich habe mir schon ein bisschen mehr Geld erhofft als $300. Freunde, ich will ja nichts sagen. Aber uns fehlt wirklich nur noch ein Fisch, dann können wir diese Schatzkiste öffnen. Ich bin gespannt, was uns als letztes erwarten wird. Und habe große Hoffnung, vor allem, was da am Ende drin ist. Oh, let's go, da ist er. Der letzte Fisch, um die Kiste zu öffnen. Wir haben zum Schluss nochmal ein Epic Spotted Gar bekommen. So, und wenn wir jetzt diese Truhe nehmen, dann können wir die scheinbar öffnen. Ich bin wirklich so gespannt, was uns erwarten wird. Let's go! Okay, $2400, sehr schön. 1900 XP, wodurch wir direkt geupgradet wurden, beziehungsweise ein Level nach oben gegangen sind. Und außerdem 3 Marine-Keys. Und Freunde, ich denke mal, ihr wisst, was das bedeutet. Es werden mal wieder Lootboxen geöffnet. Ja, ein Tausi, gerne. 2000, noch besser. Und aus der letzten Kiste bekommen wir 288 XP. Das war nicht so krass. Jo, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier dazu noch alle meine Fische einfach mal verkaufe, dann stehen wir insgesamt einfach bei $10.500. Wir sind richtig reich geworden. Freunde, ich bin ehrlich, ich bin so wahnsinnig begeistert von diesem Server. Also, falls ihr euch wundert, ich bekomme kein Geld, dass ich hier darauf spiele. Das ist keine Werbung oder so. Ich muss aber trotzdem sagen, nach meiner Erfahrung und nachdem ich schon so viele solche ähnlichen Multiplayer-Server ausprobiert habe, ist das hier wirklich einer meiner Favoriten und das hätte ich echt nicht gedacht. Falls ihr Lust auf einen zweiten Part habt, wo ich dann vielleicht noch mehr Locations freischalte, könnt ihr mir das auch sehr, sehr gerne mit einem Like zeigen. Bis dahin sehen wir uns dann erstmal am Samstag wieder zu einer unfassbar starken Challenge. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zur Gamescom, freue mich da auf jeden Fall auch schon wahnsinnig drauf. Danke fürs Zuschauen, danke für euren ständigen Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein und ciao.